Natürlich sollte Bayreuth auch Ortskräfte aus Afghanistan aufnehmen. Zum einen, weil es die Verantwortung ist, die wir jetzt aus den letzten Jahren der Politik das War Against Terror ziehen müssen. Zum anderen, weil Bayreuth auch das Potenzial von der Größe dazu hat. Bayreuth vom Umweltschutz her, ich meine, ich finde es gut, dass die ganzen Busse jetzt zum Beispiel umgerüstet sind auf Gas oder. Es kann da aber noch viel mehr passieren. Also Bayreuth ist eigentlich schon eine ziemlich grüne Stadt, sag ich mal. Aber da kann durchaus noch mehr passieren. Also Bayreuth Verkehrsanbindungen. Es wurden im Zuge der Bahnprivatisierung in den 90er Jahren wurden gerade noch viele Strecken wie Hollfeld, Gefrees etc. zurückgebaut. Also das heißt, die Mittelzentren sind wirklich abgeschnitten von der Bahnverbindung. Und das muss, glaube ich, in den nächsten Jahren tatsächlich reaktiviert werden. Ja, ich finde, die Festspiele sind jetzt zwar das internationale Aushängeschild für Bayreuth, daher natürlich auch von der Förderung ganz, ganz klar zu bevorzugt, aber ich finde, man müsste da einfach Prioritäten setzen, weil ich sage mal, Klimaschutz oder die Förderung von anderen Sachen wie eben die Luftfilter für Schulen etc., das ist einfach eine Priorität, die jetzt hat. Die Gesamtbevölkerung betrifft und nicht nur die Leute, die jetzt auf Bayreuth als Touristen kommen und um die Festspiele zu besuchen. Was wir für junge Leute erreichen wollen, also wir wollen zum einen das Wahlalter runtersetzen, weil ich denke auch gerade in den jungen Leuten liegt die Zukunft und die haben definitiv auch mehr Mitbestimmungsrecht dann verdient. Zum anderen gerade auch in Schulen, also Schulbildung muss verbessert werden, es muss darf nicht Sache der Länder bleiben, sondern es braucht eine bundeseinheitliche Regelung und da gibt es viele offene Baustellen. Ich denke einfach, dass die Region eine starke Stimme im Bundestag braucht. Was das konkret bedeuten wird, also man kann sich einsetzen, eben wie schon erwähnt, für die Bahnanbindung oder für bessere Verkehrsstruktur, für einen besseren Turnus, der halt auch wirkliche Alternative zum Auto ist. Man kann einen sozialen Wohnungsbau bezuschussen, man kann die Innenstädte regeln, also man kann mehr Grünflächen etc. Wie fördern. schon gesagt, viele offene Baustellen.